Hallihallo, herzlich willkommen in der Firma Schlosserei Oldorf. Heute habe ich hier ein altes Schloss, das ist ja um die 100 Jahre oder über 100 Jahre alt. Hat uns ein Kunde geschickt und bei dem Schloss ist das so, da ist irgendwie die Feder gebrochen. Muss mal gucken, schreibt er hier in dem Brief. Da sind irgendwie zwei Federn kaputt. Okay, wir gucken uns das mal an. Wir werden uns das erstmal hier mal öffnen, das Schloss. So, das ist das hier, was wir sehen. Und hier sehen wir eine gebrochene Feder. Die ist okay. Und hier ist auch eine gebrochen. Hier liegt irgendwas rum. Ja, hier auf dem Schloss ist nichts. Manchmal sind denn hier auch noch immer irgendwelche Sachen drauf. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal eben gucken. Das ist schon mal nicht richtig hier. Da muss irgendjemand was gemacht haben. Oder? Mal schauen, das ist auch nicht richtig. So, so ist es richtig. Und die Feder, ah, alles klar. Das war da dran. Und die bewegt also dieses hier. Also das ist gebrochen hier. Und die Feder ist also hier gebrochen. Die hat also da so gegen gedrückt. So muss das richtig aussehen. So wäre das heile. Gut, dann werden wir jetzt Folgendes machen. Wir nehmen das jetzt einmal auseinander. Komplett. Und dann werden wir das wieder reparieren. Und dementsprechend fertig machen. So, dann können wir eigentlich erstmal eben die hier rausnehmen. Die Feder hier. Und dann müssen wir die hier auch noch rausnehmen. Gucken, ob das so geht. So, das ist auch raus und dann muss das dementsprechend da wieder rangemacht werden. Ja, okay, dann werde ich mich da mal eben dran machen und dann gucken wir uns das gleich mal eben an. Das Teil ist jetzt wieder hier in Ordnung. Man kann also sehen, das funktioniert hier. Dann kann man noch jetzt hier wieder den Riegel da wieder einsetzen. Nehmen wir eben die Zange hier, das ist einfacher. Am besten geht das mal sowas im Schraubstock. So, das ist wieder okay, das geht. Das muss nachher noch hier ein bisschen geschmiert werden. Und mit der Drahtbürste vielleicht nachher noch rüber, das muss ich mal gucken. Ja, und jetzt haben wir noch diese Feder hier, die praktisch also hier gesessen hat. Und da muss ich mal gucken, was ich mit der mache, weil die kriegen wir hier nicht mehr zusammen. Und ich glaube, da muss ich eine andere für nehmen. Da suche ich mal eben was Passendes raus und dann versuche ich die da gleich mal eben einzusetzen. Ich habe jetzt hier Folgendes gemacht, da ich jetzt keine passende Feder hatte. Also diese hier jetzt in der Größe habe ich einfach eine Drahtfeder genommen. Die habe ich mir dementsprechend gebogen, dass sie dagegen drückt. Und hier habe ich nochmal einmal so einen Stift gesetzt, damit ich dementsprechend die Spannung habe. Das müsste oder sollte jetzt eigentlich so funktionieren. Ich mache jetzt mal eben den Deckel da drauf.
um das zu testen. Gehe damit mal eben einmal auf den Amboss, weil ich das da einmal drunter schlagen muss. Ja, das hat eben nicht so ganz geklappt hier. Da ist die wieder hochgesprungen. Das muss ich nochmal eben machen. Das mache ich aber wieder im Schraubshop, weil da unheimlich Druck drauf ist. Und dann werde ich jedenfalls den Deckel eben einmal schließen. Und dann können wir das ausprobieren. Weil wenn ich das so ausprobiere, dann fliegt mir die Feder hier alles auseinander. Und das ist auch sehr gefährlich, weil da unheimlich viel Druck drauf ist. Das mache ich mal eben fertig und dann zeige ich gleich nochmal eben die Funktion. Ich habe das jetzt wieder zusammengesetzt und man kann also hier ja noch die Feder sehen. Ich muss das leider so machen, denn da ist so viel Druck hinter, weil dieser Griff ist also auch richtig schwer, dass das also nicht anders möglich ist. So, und wenn ich jetzt hier den Griff runter mache, dann merkt man richtig, dass hier auch richtig Dampf und Spannung drauf ist. Und das hier nochmal ein bisschen zurückzoomen. Und hier kann man das also richtig sehen. Ein ganz kleinen Fehler hat das Schloss, aber damit kann man jetzt leben. Und zwar, wenn man die Klinke ganz runter macht, dann bleibt die ein bisschen stehen. Also braucht so einen ganz kleinen Schwung nach oben. Aber ich denke mal, wenn die andere Seite nachher dran ist, dann ist das also in Ordnung und das Ganze geht auch wieder. Ansonsten muss ich mal gleich gucken, wenn ich dann noch nicht ganz mit zufrieden bin, dann müsste ich sie nochmal eben einmal aufmachen. Nochmal eben gucken, aber das entscheide ich gleich. Also wenn Sie sowas haben, können Sie uns sowas gerne rüberschicken. Wir machen Ihnen das fertig. Dies ist jetzt, wie gesagt, über 100 Jahre alt, das Schloss. Den Schlapp haben wir wieder fertig gemacht. Das war eigentlich auch ziemlich wichtig, dass die Tür zu ist. Und ja, dieser kleine Fehler, dass die Türklinke unten bleibt, das hat da was mit zu tun, wie ich die Feder gerade so gebogen habe. Vielleicht ändere ich das gleich nochmal eben. Das entscheide ich gleich mal. Da rufe ich gleich mal eben den Kunden an. Denn das ist nicht so ganz ungefährlich. Denn wenn die rausfliegt und man kriegt die ab, da verletzt man sich oder die zieht einen einmal so hier durch die Hand durch, kann das also böse Verletzungen mit sich führen. Denn diese hat jetzt ein bisschen mehr Druck als die andere. Dafür hält sie natürlich dementsprechend auch länger, weil die jetzt irgendwie anders ist. Also sie hat eine andere Form, ist dicker und das Material eben halt gibt nachher dann so ein bisschen nach. Gut, okay, das war's von meiner Seite aus und ja, dann freue ich mich schon mal zu meinem nächsten Projekt.